Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Immer noch im DLC von Left Behind. Ich erwähne das jetzt einfach in jeder Folge, damit ihr wisst, wo wir uns befinden. Und wenn ich es nicht mehr tue, dann befinden wir uns höchstwahrscheinlich nicht mehr im DLC. Nur so für euch zur Info, weil ich immer wieder gefragt werde, sind wir noch im DLC? Das sieht cool aus. Hast du Lust? Ja, gleich. Warte, ich muss hier kurz noch alles untersuchen. Lass uns hochgehen. Mal sehen, was da los ist. Nein, lass uns hier doch erstmal. Nein. Wollt doch fahren. Ja. Okay. Ja. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Oh Mann. Ja, mir hat das damals auch sehr viel Spaß gemacht, dieses Karussell zu fahren. Komm schon, komm hier hoch. Ich weiß aber nicht wieso. Okay, warte. Ah. Nein, 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 nein. Ich bin doch gerade erst drin. Lebe! Ui. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Ach, daher haben wir das. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenne dich doch. Ich meine ja nur. Okay, bist du bereit? Bereit. Oh, Witz. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Sehr gut, der war gut. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Witzig, ist lustig, das gefällt mir. Ja, ist ein bisschen kompliziert gewesen, ne? Hm? Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Schön. Ja, der ist klasse. Nicht. Den habe ich nicht mal verstanden. Und das soll schon was heißen, wenn ich meinen Witz nicht verstehe. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh! Oh. Was? Okay. Der Witz hätte für mich gar keinen Sinn ergeben. Es gibt zu wenig Erde im Sinne von die Welt. Das ist schön. Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wallokal. Oh. Albern. Das ist so albern. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja. Oh. 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 Die wissen doch gar nicht, wer das ist. Wie entstehen Kinder? Na, in Teamarbeit. Oh. Ja. Kapier? Ja. In Team. In Teamarbeit. Ja. Der war schon ein bisschen gut, ich geb's zu. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab ihn vergessen. Der ist gut. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem Routenplaner. Okay. Ah, der war so halb an der Schmerzgrenze, ne? Wo in Baden Mücken gern? Ganz klar, Insekt. Ah, der ist gut. Echt gut. Nö, er ist schlau, er ist raffiniert. Das ist ein raffinierter Witz. Ich mag raffinierte Witze.
Welche Worte machen jeden Hai glücklich? Mann über Bord. Oh, das ist... fies. Das ist irgendwie fies. Ist das ein Witz gewesen? Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So heißt dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der Beste. Ja, klasse. Ich hätte jetzt irgendwie einen Witz mit Inder versucht hinzukriegen. Ich meine, wo haben wir... Inder eine Toilette? Inder! Naja, gut. Warum weint ein Alki, wenn er vom AA-Treffen kommt? Weil es so ernüchternd war. Na komm, ein paar Witze ziehen musst du rein. Okay, wo wohnen Katzen? Klar doch, das habe ich schon oft erlebt. Das war's? Das ist Katzen der ganze Witz? Im Mietshaus. Ein toller Witz. Ich lach mich gleich tot. Mietshaus. Ja. Ah. Ja, war nicht raffiniert genug. Abendzeitung-Schlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch Skizzen. Ja, er ist cool. Oh Mann, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Ah, oh, okay. Blutarm. Ja, okay. Ja. Okay, wie viele Witze in diesem Witzbuch sind nicht wirklich witzig, muss ich sagen. Aber das ist ja eigentlich normal, ne? Ich meine, ja, habt ihr schon mal ein Witzbuch in die Hand genommen und habt angefangen zu lachen deswegen? Nicht wirklich. Denn wenn ihr euch selbst die Witze vorliest, sind sie nicht so gut, als wenn sie jemand anderes erzählt. Okay, was macht ein Hacker am See? Oh! Fisch! Oh, so! Fisch mit PH! Das ist so doof! So was von doof! Phishing. Dazu muss man erstmal wissen, was Phishing ist. Und zwar, Phishing bedeutet, wenn man ein Hacker ist, dass man quasi E-Mails abfängt und diese dann liest. Phishing. Was hat ein Voyeur? Ein Fernrohr. Wow, nein, pfui. Ist das nicht ein bisschen zu pervers? Wo kauft ein Einarmiger ein? Im Second-Hand-Shop. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das reicht. Ich will dich nicht mit Witzen quälen, die wirklich so schlecht sind. Okay. Ich stecke es schon weg. Hey, danke, dass du es besorgt hast. Gern geschehen. Wie funktioniert das? Du musst einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein, weißt du was? Du machst das. Und los geht's. Okay, wähle ein Thema. Cool, Freunde, Liebe. Ja, wir müssen ja nicht Freunde nehmen, ne? Probieren wir Freunde. Das ist aber niedlich. Ich bin der Frosch. Du kannst dir keine Figur aussuchen. Du bist das Häschen. Der Frosch soll's sein. Ha, okay, lächeln. Wie ein Engel. Okay, was Gruseliges. Dinosaurier. Oh nein! Oh nein! Oh, jetzt mal eine Fratze. Okay. Kugelfisch. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Okay, jetzt ganz sexy. Oh, schon fertig. Typisch kleine Mädchen. Okay. Jetzt sexy. Ah, okay. Oh, die sehen toll aus. Bildet das Gesicht an einem Buch ab? Die wissen nicht, was Facebook ist. Die Jugend. Die ist wieder da. Deinen Nutzernamen eingeben. Was schreibe ich da? Einfach irgendwas. Deinen Nachnamen oder so. Okay. Und fertig. Oh, es teilt. Keine Internetverbindung. Was bedeutet das? Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus. Sowas würde es in unserer Welt nicht geben, dass jemand fragt, was ist eine Internetverbindung? Ich meine, hier in Deutschland zumindest. Oh, gib uns ein paar Bilder. Ich kann
kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Okay. Ah, oh, komm schon, verdammt! Ach Mist. Vielleicht, wenn man hier dagegen schlägt. Oh. Oh. Oh, was ist jetzt passiert? Jetzt ist es bei uns. Ich glaube, du hast recht. Also. Wollen wir uns weiter umsehen? Oh ja. Ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung! Die 6-Uhr-Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Gut, wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Wir finden nämlich Notizen. Hey, die Rolltreppe funktioniert. Komm her. Ja, Küchennotiz. Donnerstag. Ich bin so ein Arschloch. Vor ein paar Tagen kam ich früh von meiner Patrouille zurück und da sitzt die kleine Ellie neben meinem Zelt und streichelt mein Pferd, während sie sich die Augen ausheult. Und was mache ich? Ich hau ab, bevor sie mich bemerkt. Ich meine, was zum Teufel sollte ich ihr sagen? Hey Winston. Hi Ellie. Kannst du bitte aufhören zu weinen? Es stört mich, danke. Ja toll, das wäre toll. Sie ist immer so fröhlich mit ihrer endlosen Fragerei, dass man gar nicht auf den Gedanken kommt, dass sie tief im Inneren so traurig ist. Sie trägt diese Maske wirklich gut. Ich bin so ein Arschloch. Oh. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Den fand ich gut. Na gut. Bevor wir jetzt da hochgehen, würde ich gerne gucken, ob es hier vielleicht noch mehr gibt. Vielleicht noch mehr Nachrichten von dem Dude? Ah, leider nicht. Die Tür ist ja versperrt. Das war der Ausgang, wo wir herkommen. Dann müssen wir somit, glaube ich, die Rolltreppe nehmen. Aber wenn die Schicht um 10 Uhr morgens beginnt, ne? Müsste nicht irgendwie eine Patrouille hier langlaufen oder so? Ich meine, die müssen ja den Ort untersuchen. Wow, schau dir das an! Wow. Das ist mir damals auch immer passiert. Das mache ich nochmal. Dass ich da mal gestolpert bin. Halt, Moment. Das habe ich damals auch immer gemacht. Ich bin immer rückwärts gelaufen. Weiß nicht wieso, aber ich hatte mal Spaß dran. Mittlerweile sehe ich das als Zeitverschwendung, weil ich alt bin. Und ein Spielverderber geworden bin. Runter von meinem Rasen! Oh, das gibt's doch gar nicht! Bajans Arcade. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um, bevor wir da reingehen. Weil man weiß ja nie, was uns hier noch erwartet. Zum Beispiel das Poster hätten wir so nicht gesehen. Liberty Gardens. So hieß wahrscheinlich das Einkaufszentrum. Ich sollte mal gleich da noch googeln. Liberty Gardens. Na gut, lass uns in den Arcade-Raum. Hier gibt's ja anscheinend sonst nichts. Ah, sie hat sich doch gewünscht, Computerspiele zu spielen.
wenn hier noch irgendwas funktionieren sollte, ne? Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Black Fang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Ist auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf. Runde 1 beginnt. Black Fang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du versetzt ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihn 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du musst sie gleichzeitig... Soll ich sie gleichzeitig drücken? Oder was? Er hat dich gleich. Schlag ihn damit zurück. Drücke oben, block und tritt für einen Klingenangriff. Hab ich gemacht. Ah, sag das doch. Geschafft. Unten vorwärts und jetzt ein Special Move. Ja, mach ihn fertig. Oh Gott. Oh Gott, das ist gar nicht mal so leicht, Freunde. Der Typ ist echt gut. Okay. Gleichzeitig drücken. Wenn dann Plus ist, gleichzeitig drücken. Oh, kritisch, das war knapp. Mach ihn platt. Was? Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich hab gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Tu es nicht, Mann. Nein! Verdammt! Wo zur Hölle ist sie hin? Riley? Riley! Das kann Ärger bedeuten. Schauen wir lieber nach sie, nach hier, ne? Oder ist sie jetzt abgehauen? Die Tür ist auf jeden Fall offen. Riley? Jedes Mal, wenn ich den Namen sage, denke ich an den Hund. Den Namen habe ich zuletzt in Call of Duty ausgesprochen. Riley. Was knurrst du denn so? Wie brutal. Nur weil sie Brüste hat und du nicht, oder was? Ah, ich dachte, ich kann Wasser anmachen. Na gut. Richtung Exit, bitte. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung je wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich es dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mache ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Okay, drücke R2, um die Wasserpistole aufzuladen. Hundertprozentig, so. Ellie, komm schon! Stirb! Stirb, ich krieg dich! Deckung, bitte! Wir müssen in Deckung gehen. Okay, wir gehen in Deckung. Oh, wo ist sie? Wo bist du? Ah, Gott! Nein, ich hab verloren. Oh. Okay. Du zählst bis 5. Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Schön. Schließ die Augen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme! Okay. Aber, was sie nicht weiß, ist, wir können lauschen.
Was zum? Das ist jetzt zu verstecken? Du Miststück. Wer zwei von drei schafft, geh dich verstecken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du bist tot. Wo ist sie? Hab ich sie gehört? Weil ich muss noch zielen und dann abdrücken. Kann ich überhaupt gewinnen? Komm schon, zeig, was du kannst. Oh, oh. Oh, fertig gemacht. Oh. Oh, gibt's doch nicht. 1-1. Der Nächste entscheidet. Okay, freu dich ja nicht zu früh. Jetzt zählt's. Okay, los. 1, 2, 5. Versteckt oder nicht, ich komme! Na warte. Ich werde das Ding gewinnen. Ich bin doch gelacht. Ist bestimmt hier irgendwo. Nein, ich habe zuerst getroffen. Mist! Oh, oh Mann! Ha! Erwischt. Ich hab gewonnen. Erwischt. Ich hab gewonnen. Wow, okay, was soll's, das war reines Glück. Glück? Ja. Aha! Willst du nochmal? Ich... Ja, aber... Du musst wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Okay. Gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Denk schon. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber... Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen, komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Komm! Was ist denn? Was ist los? Bitte geh nicht.
Was? Sorry. Wofür? Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Oh Gott. Zombies.